Wenn jetzt Unternehmen aus der Privatwirtschaft mehr und mehr auch so Waldökologieprojekte unterstützen, hilft Ihnen das im Kampf gegen den Klimawandel? Selbstverständlich sind wir nicht in der Lage, mit Geld die Probleme, die wir geschaffen haben, jetzt zu lösen. Das werden wir nicht schaffen, aber wir werden Initialen setzen können und darauf hoffen, dass die Verhältnisse sich verbessern. Und wir werden auf jeden Fall da nicht aufgeben, sondern wir werden versuchen, mit allen Mitteln diese Vielfalt hinzubringen. Und dafür ist Geld sicher ein wichtiger, ganz wichtiger Baustein. Aber noch so viel Geld wird nicht ausreichen, wenn ich mir vorstelle, welche Probleme wir haben. Wird uns nicht helfen, einfach nur so weitermachen zu können. Das wird uns nicht helfen. Wir werden auf jeden Fall unsere Wirtschaftsweise ändern müssen. 100%. Das wird nicht reichen. Also es ist so, dass dieser Fichtenbestand, der da jetzt 100-jährig da steht, deshalb da steht oder stehen konnte, weil man vor 100 Jahren hier Drainagegräben gesetzt hat, um das Wasser aus diesen nassen Bereichen rauszuholen und hier Fichten hinzubringen. Und diese Gräben, die bringen immer noch Wasser auf diesem Lkw-befahrbaren Weg, der hier vorne ist, und setzen den unter Wasser. Wenn wir aber diesen Weg hier nutzen wollen oder müssen, um das Holz aus dem Wald zu bringen, dann fahren wir den vollständig zusammen. Das ist ein Punkt, der dazu führt, dass wir sagen, hier, das kann so nicht bleiben. Meine Überlegung war, das Wasser, was dort aus diesem Hang rauskommt, dann zu kanalisieren, um das hier in dieses Biotop reinzubringen, um hier da dafür zu sorgen, dass hier ein Sonderstandort entsteht. Und wenn da jetzt jemand wie hier Geld zur Verfügung stellt, dann habe ich Möglichkeiten, das in vernünftige Bahnen zu bringen. Wenn wir jetzt das mal aus der Sicht des Naturschutzes sehen würden, mit welcher Ansiedlung oder welchen Arten können wir hier jetzt ein Biotop bilden, das wir früher nicht gehabt hätten? Also es ist so, dass hier die Amphibien hier jetzt natürlich Möglichkeiten haben, von den Erdkröten, Grasfröschen über die diversen Molche, die hier da sind. Wie wichtig ist Ihnen das denn, dass wir jetzt nicht nur Bäume pflanzen, so wie es viele machen, also machen wir ja auch, aber dass man auch sowas unterstützen kann? Mir ist das sehr wichtig, weil Bäume zu pflanzen ist eins, aber wir haben ja eine Menge Aufgaben, die außerhalb der Pflanzung von Bäumen liegen. Wenn man sich vorstellt, die Pflegemaßnahmen, Schutzmaßnahmen gegen Wildverbiss oder einfach direkte Naturschutzmaßnahmen. Wir haben hier da oben mit dem Wanderfalken zu tun, der brütet da oben auf den Fernsehturm. Wir haben einen Wespenbussard, der Standorte braucht. Der Äskulapnatter ist regelmäßig da, Hilfe, Eiablageplätze werden da geschaffen. Also das sind Dinge, wo regelmäßig zusätzliche Finanzen da schon auch Maßnahmen dann entstehen lassen, die außerhalb dessen liegen, was wir planmäßig machen können. Ja, und auch über das Bäumepflanzen hinaus einfach helfen. Ganz sicher, über das Bäumepflanzen hinaus. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon Dinge gemacht und dort sind jetzt Pflegemaßnahmen notwendig, damit man Alleen entstehen lassen kann. Ich habe zum Beispiel in vielen Bereichen Waldinnenränder entstehen lassen mit Alleen, die einfach nur mal optisch schon mal was ausmachen, aber auch bestückt sind mit jede Menge Sträuchern verschiedenster Art, die dann für Schmetterlinge, Zitronenfalter, Faulbaum in dem Zusammenhang zu nennen. Also da gibt es so viele Notwendigkeiten bei der ausgeräumten Landschaft, bietet der Wald auch Möglichkeiten hier da und Notwendigkeiten auch in dem Bereich von Waldinnenrändern was zu machen. Also Waldrandgestaltung ist sowieso so ein Thema, was wir auf jeden Fall noch angehen wollen. Ja. Dazu hätte ich ja noch mal eine kleine Frage. Und zwar, wenn man sieht jetzt natürlich hier, ist ja im Prinzip noch eine Art Baustelle. Wie wird denn das jetzt hier in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren sich entwickeln und aussehen? Also das wird innerhalb ganz kurzer Zeit grün werden, ganz sicher. Das wird nicht lange dauern. Das wird als erstes sicher durch die Pioniere hier da besiedelt werden. Da gibt es dann den Staucharten Grasarten, Sägen, die hier kommen, Binsen, die hier auf jeden Fall kommen, dann aber auch Heide, Weidenröschen, Fingerhut. Das wird innerhalb ganz kurzer Zeit vollständig anders und super, super grün sein. Später kommen Brombeeren, Himbeeren. Ich bin richtig gespannt auf den Sommer.
Das wird nicht lange dauern. Und diese Rohböden bieten dann auch wiederum Pflanzen eine Möglichkeit, die dann für die Blütenvielfalt hier schon von Bedeutung sind, auch für Schmetterlinge. Da vorne ist zum Beispiel so ein Bereich, gar nicht weit weg von dem Punkt, wo wir die Autos geparkt haben, der ist über und über besiedelt mit verschiedensten schmetterlingaffinen Pflanzen. Und die werden sich hier auch wohlfühlen, also ganz sicher, 100%. Wie tief ist es eigentlich? Wird das im Sommer austrocknen? Oder? Nee, das wird im Sommer nicht austrocknen. Das Wasser wird permanent, das ist meine Vorstellung jedenfalls, so intensiv hier nachfließen, dass das Wasser hier stehen bleiben wird. Das sind zeitweise schüttende Quellen, die da das hier beschicken, also das Wasser hier reinbringen. Und die sind natürlich, wie der Name schon vermuten ist, zeitweise nur in der Lage, hier Wasser zu bringen. Aber natürlich wird das Wasser stehen bleiben, weil es tief ist. Das ist hier bestimmt sicher mehr als ein Meter. Wenn Sie hier vorne mal gucken, dann können Sie sehen, was das für ein Höhenunterschied ist. Ja. Das ist ein wirklich ganz interessanter Punkt hier. Das sind ja wasserbeeinflusste Standorte. Wir haben ja hier mit den Erlen auch da schon mal das irgendwie unterstrichen. Aber man kann auch, und das ist dann wirklich auch Fachverstand und Sachverstand, so ein Ding einfach anlegen, ohne dass da Wasser drin bleibt. Wenn ich da zu tief runtergehe, dann ziehe ich den Stöpsel von dem Bereich, also übertragen ausgedrückt. Das heißt, ich habe hier eine Menge Tone. Die Schichten kann ich leicht durchbrechen mit dem Bagger. Das ist kein großes Problem. Und schon ist das Wasser weg. Das fließt dort rein und kommt hier ganz sicherlich nicht an. Ja. Und das wurde aber so gemacht, dass hier diese Tone dann ausgestrichen wurden, sodass hier das Wasser weiterhin stehen bleiben kann. Ja. Man sieht ja, wenn man da guckt, wie unterschiedlich die Böden sind von diesem wirklich humushaltigen, da mehr mergelartigen und dann zu den Tonen. Die Schwierigkeiten, die heute der Wald hat in Bezug auf die Klimaveränderungen, sind einfach dergestalt, dass wir deutlich höhere Extreme haben in den Temperaturausschlägen. Wir haben ja heute Temperaturen, die liegen bei Richtung 40 Grad. Also das ist ja nichts mehr, was irgendeinen jetzt irgendwie besonders wundern wird, dass wir hier 40 Grad und auch zum Teil drüber haben. Die haben wir hier in dem Bereich nicht auf 600 Meter, aber wir haben hier Temperaturen, die liegen Richtung bei 6, 7, 38 vielleicht. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass die Sonne hier reinbrezelt, dann haben wir in den Fichten, in den dunklen Fichtenpartien da oben im Hang irgendwo auch leicht über 40 Grad auf den Nadeln. Das ist kein großes Problem, das kann man sich leicht vorstellen. Das ist eine reine physikalische Messtechnik, die das hervorbringen wird. Und das sind Situationen, damit können unsere Nadelbäume hier voran, jetzt die Fichte, auf keinen Fall umgehen. Das können die nicht. Die werden richtig abgefackelt. Hat solche Schwankungen immer mal wieder gegeben oder stellen Sie für sich auch persönlich fest, das hat in der letzten Zeit einfach zugenommen? Wir haben diese Temperaturextreme auch in der Vergangenheit gehabt, aber sicherlich nicht in der Häufigkeit und auch nicht in der Ausprägung. Selbstverständlich gab es schon früher auch mal heiße Sommer, aber Temperaturen von 40 Grad gab es sicherlich nicht und auch nicht zweimal in zwei Jahren hintereinander. Und das in Verbindung mit Niederschlagsverhältnissen, die schon fast an aride Verhältnisse erinnern. Selbstverständlich ist das übertrieben, aber wenn ich statt 820 mm nur 500 habe und das noch schlecht verteilt, dann heißt das, ich habe ein Problem. Ich sehe das ja auch an den Verhältnissen, die Maschinen vorfinden. Wenn die jetzt hier im Wald arbeiten müssen, haben die deutlich bessere Möglichkeiten, ihr Gewicht irgendwo hier unterzubringen, ohne dass es da große Schäden gibt, weil die Böden einfach vollkommen ausgetrocknet sind. Wir haben jetzt zwar eine Zeit lang Niederschläge gehabt, wir sind aber weit entfernt davon, die Defizite des Jahres 18 und 19 bereits ausgeglichen zu haben. Da sind wir noch meilenweit davon entfernt. Nur weil wir hier am Wasser stehen, ist es noch lange nicht, dass wir unsere Grundwasservorräte wieder aufgebaut haben. Da sind wir meilenweit davon entfernt. Und das sind Verhältnisse, die sich auf jeden Fall verändert haben und mit denen Bäume schon deshalb darüber Zeugnis abgeben können, weil sie halt 120, 150 Jahre gestanden haben.
und jetzt plötzlich unter den Verhältnissen nicht mehr wachsen. Frag einfach mal die Bäume, ob diese Verhältnisse schon mal da waren. Die sagen uns das, weil die wären nicht 120 geworden. Das können die nicht. Jetzt spricht man ja immer häufiger davon, es ist notwendig, den Wald umzubauen. Was genau meint man mit Waldumbau? Vom Prinzip her ist es eine, die Hoffnung, dass man Zusammensetzungen findet, vielleicht auch Herkünfte findet, Baumarten bezogen jetzt Herkünfte findet, die mit diesen Verhältnissen eher zurechtkommen. Aber ich weiß es nicht. Ich denke, das Einzige, was mir jetzt dazu einfällt, ist eine intensive Mischung von den vorhandenen Baumarten und Straucharten, damit dann unter Umständen noch was überbleibt von dem, was ich da mir gedacht habe. Aber das ist ja eine Fantasienummer, wenn ich mir vorstelle, ich weiß, wie es in 20 Jahren aussieht. Niemand hätte vor 20 Jahren vermutet, dass diese Verhältnisse, die wir jetzt haben, so deutlich abzulesen sind. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Baumart, die ich jetzt nennen könnte und die dann in der Lage wäre, den deutschen Wald da wieder herzustellen in der Form, wie wir ihn kennen. Ich weiß es nicht. Ich kenne keine. Ich weiß nur, dass das Einzige, was mir da einfällt, die Mischung ist. Und da werden uns auch sicher keine Pinien helfen und auch keine Pflaumeichen aus Griechenland irgendwo. Ich glaube, die genetische Vielfalt, die wir, oh, die verschwinden da, die genetische Vielfalt, die unsere heimischen Bäume haben, die müssen wir nutzen. Also bei der Buche, wenn ich mir vorstelle, dass da, was nicht, 200.000 Pflanzen auf dem Hektar stehen, wenn die für sich verjüngen, da werden vielleicht ein paar überbleiben, die auch in der Lage sind, mit den Verhältnissen zurechtzukommen. Wenn ich mir dann vorstelle, ich bringe da irgendwelche 500 oder 2000 Pflaumeichen oder Korkeichen irgendwo hin, das kann ja klappen. Aber die Wahrscheinlichkeit, weiß ich nicht. Ich sehe sie nicht so richtig hoch. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht probieren würde. Ich würde es auch probieren. Ich würde es auch probieren. Ich bin ja auch dabei. Wir haben auch Baumhasel, ein paar hundert gepflanzt oder irgendwelche besonderen Baumarten, von denen wir annehmen, dass sie ja vielleicht ein bisschen mehr dann mehr Resistenzen sind es nicht, aber mehr Widerstandskraft oder mehr Vitalität dem gegenüber aufbringen. Aber ich möchte bezweifeln, dass ich jetzt die Baumart schon genannt habe, die da zur Verfügung steht. Das heißt aber vom Prinzip, es gibt nicht diesen großen Masterplan Deutscher Wald, sondern jeder für sich muss irgendwo gucken, wie er mit seinem Standort zurechtkommt. Auf jeden Fall, es kann keinen Masterplan geben, weil ja auch die Standorte ganz einfach vollkommen unterschiedlich sind. Wenn ich mir heute die Bundesrepublik Deutschland ansehe, dann gibt es kardinale, riesengroße Probleme in bestimmten Bereichen. In anderen Bereichen, die haben es doch gar nicht gemerkt. Die würden da jetzt noch als Insel der Seligen gelten. Ich weiß nicht, irgendwo Münchner Schotterebene oder Bayerische Wald oder Frankenwald oder sowas. Die sind meilenweit von den Zuständen entfernt, die jetzt zum Beispiel im Harz oder im nordhessischen oder südniedersächsischen Bereich da auftreten. Meilenweit sind die davon entfernt. Das kann das gar nicht geben. Das Einzige, was uns hilft, ist wirklich Vielfalt, Rücksichtnahme auf Bestehendes und es, glaube ich, auch ein bisschen Demut, was so die eigenen Vorstellungen angeht, wie es sein muss. Also das glaube ich auf jeden Fall. Wir brauchen Vielfalt und dazu gehört dann unter Umständen auch, nicht unter Umständen, gehört auf jeden Fall eine vernünftige Jagd, damit nicht irgendein Kamerad hier selektiv irgendwas rausbringt, von dem ich annehme, dass ich es vielleicht brauchte. Sprichwort Tanne oder irgendwas. Also ich spreche jetzt vom Kameraden im Sinne von Rehwild oder Rotwild oder die üblichen verdächtigen Schadenwild. Wenn jetzt Unternehmen aus der Privatwirtschaft mehr und mehr auch so Waldökologieprojekte unterstützen, hilft Ihnen das im Kampf gegen den Klimawandel? Das hilft uns auf jeden Fall, selbstverständlich sind wir nicht in der Lage, mit Geld die Probleme, die wir geschaffen haben, jetzt zu lösen. Das werden wir nicht schaffen, aber wir werden Initialen setzen können und darauf hoffen, dass die Verhältnisse sich verbessern. Und wir werden auf jeden Fall da nicht aufgeben, sondern wir werden versuchen, mit allen Mitteln diese Vielfalt hinzubringen. Und dafür ist Geld sicher ein wichtiger, ganz wichtiger Baustein. Aber noch so viel Geld wird nicht ausreichen, wenn ich mir vorstelle, welche Probleme wir haben, einfach
wird uns nicht helfen, einfach nur so weitermachen zu können. Das wird uns nicht helfen. Wir werden auf jeden Fall unsere Wirtschaftsweise ändern müssen. 100%. Das wird nicht reichen.